Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Dragon's Dogma Dark Arisen, mein Solo in Finstergram. Ja, so langsam muss ich gestehen, beginnt es mir ein bisschen zu grauen vor dem, was da auf uns zukommt. Wir sind hier unten in der dritten Ebene in diesen Kanälen. Wie heißt denn das Gebiet? Ich muss gerade mal gucken, ich weiß es gar nicht genau. Im blutleeren Kerker. Und da müssen wir hin. Und hier sehen wir eine lebende Rüstung stehen. Und da wird vermutlich auch noch irgendwo eine sein. Mit denen habe ich ja so ein bisschen Probleme. Ja, tja. Ich habe keine Ahnung, was jetzt zu tun ist. Ihr seht, allzu viel an, ja, Amulett des Dämons. Ich denke, dass wir uns mal jetzt hier. Und dann werden wir mal schauen. Warte mal, ist da auch noch eine? Ja, da ist auch eine. Wenn wir Glück haben, merkt die nix. Komm her, wo bist du? Und gleich mal mit Lichtschwächen. Und, komm her. Komm her. Ah, sie hat mich. Juhu. Komm doch näher, du dummes Ding. Komm, komm. Ja. Komm her. Komm zu mir. Vor denen habe ich wirklich Respekt, weil die so eine unfassbare Reichweite haben. Oh. Ja, siehst du? Hätte ich mir gleich mal denken können. So, pass auf. Oh Mann. Leute, das wird kritisch. Das wird wirklich kritisch. Warte mal. Genau, dann haben wir wenigstens ein Licht. Ich sehe nicht, wo ich bin. Eigentlich muss man bei denen von hinten kommen. Und zwar dann, wenn sie diesen Strich hier machen. Komm her. Komm, nochmal. Und mach, dass du da wegkommst. Ah, ich springe ihm voll rein. Ach, ich will meinen magischen Bogenschützen haben. Mit dem ist es wirklich total easy. So, jetzt ist die Rüstung gleich kaputt. So, jetzt ist die Rüstung kaputt. Jetzt müssen wir flüchten. Und versuchen es nochmal mit dem heiligen Licht. Weil ich brauche jetzt in jedem Fall meine andere Waffe. Ich bin wirklich aufgeregt. Muss ich gestehen. Ja, komm. Irgendwas anderes ist da getroffen worden. Komm, dass du, mach, dass du da wegkommst. Komm, folge mir, folge mir. Folge mir, Schätzchen. Komm her. Ja, anders wüsste ich nicht, was zu tun ist. Und? Ja, komm. Ja. Ja, genau, mach das mal. Dann kann ich dir jetzt hier mit dem Kamin des Todes noch ein paar geben. Komm her. Ah, eine kriege ich in jedem Fall, denke ich mal. Komm her. Komm, komm zu mir. Und komm, Kamin des Todes. Nein, mach, dass du wegkommst. Hawk, mach, dass du wegkommst. Also Jolina Hawk in dem Fall jetzt. Ja, komm her. So, Nummer 1 durften wir haben. Oh, der hat. Dieses blöde Schild, das ist wirklich ein Albtraum. Da hast du wirklich kaum eine Chance. Komm her. Da kommst du nicht ran. Dieses Ding ist so riesig. Jetzt aber. Jawohl. Okay, also Nummer 1 hätten wir. Puh. So. Meine Güte. Und damit ist noch lang nicht, noch lang kein Ende. Also jetzt haben wir noch die zweite da. Bei der könnten wir uns einfach überlegen, ob wir sie lassen. Die müssen wir ja nicht unbedingt machen. Die steht irgendwo da hinten. Das ist so die Frage. Wie rum steht die denn? Steht die jetzt mit dem Rücken zu uns? Nee, die steht mit dem Rücken.
mit dem Schild zu uns. Dann werden wir mal gucken, ob wir andersrum kommen. Eigentlich ist es ja gesponnen, die jetzt auch noch zu nehmen, aber ich meine, wenn schon, denn schon. Was gibt's da zu finden? Riftkristall. Riftkristall. Okay. Also, wie wir nachher gegen Damon ankommen sollen, ist mir ja echt ein Rätsel, weil bis ich dort bin, habe ich keinerlei. Ja, die kann man noch benutzen. So, wo ist denn jetzt diese blöde Rüstung? Ja, die steht mit dem Rücken zu uns. Wie machen wir das denn? Komm mal her. Jetzt hat sie uns schon gesehen. Okay. Da scheint sie noch nicht. Komm her. Ja, mach du ruhig ordentlich Schaden. Ja, komm her. Dann eben so. Komm her. Ja, wunderbar. So muss das sein. I love it, I love it, I love it. Komm her, kommst du? Komm. So, warte mal, ich muss mal ganz kurz ein Amulett gegen Schwächungen nehmen, damit wir wieder ein Licht haben. Komm zu mir, komm, Schätzchen. Ja, meine Güte, komm her. Komm her. Ah, jetzt geht sie weg, das ist doof. Ja, aber so könnte man sie kriegen. Also ich denke mal, dass wir die jetzt kriegen. Mach, dass du wegkommst. Mach, dass du wegkommst, Jolina. Verdammt. Okay. Ach, Kina, wenn es dich nicht gäbe. Du, wie weit kommst du mir denn nach? Ah, jetzt geht sie. Gut zu wissen. Manchmal ist das ja auch eine Sache vom Stellungsspiel. Also die finde ich wirklich ganz fürchterlich, diese Rüstungen. Na, wo ist sie denn nun? Ganz langsam. Wo ist das Ding? Ist die wieder nach da hinten gelaufen? Ja, komm her. Komm, komm, mach auf, mach auf. Schlag zu. Ja, das ist eine gute Idee. Verdammt. Was mache ich? Also da graut es mir echt vor. Komm her, komm her. Ah, verflixt. Diesen blöden. Komm mal her, wir schleichen uns ran. Jetzt ist sie im Rücken, haben wir sie im Rücken. Komm schon. Ja, das war fein. Das war fein. So mag ich das. Sehr schön. Noch ein bisschen flüchten. Ah. Weg da! Das habe ich noch gar nicht probiert, ob man sie so denn auch kriegt. Oh, das macht auch Schaden. Ja, wunderbar. Ja, wenn das auch Schaden macht, dann hauen wir hier noch ein paar in den Rücken, oder? Komm schon, komm schon. Juhu, und dann haben wir sie. Oh mein Gott. Ah. Okay. Ja, früher haben die ab und zu mal auch Stufe 3 Rüstungen und genau, Waffe. Ich will die Waffe wieder wechseln. Stufe 3 Rüstungen. Und Waffen gedroppt, aber mittlerweile machen die das nicht mehr so. Jetzt machen wir mal, dass wir schnell hier wegkommen, bevor da noch irgendein Aasfresser kommt. Für den hätte ich jetzt wirklich keinen Nerv mehr. Weil das nächste, was uns erwartet, ist genauso unerfreulich. Oh mein Gott, Leute, ehrlich. Gut. Also, mit Geduld und Spucke fängt man eine Mucke. Übungshof ohne Gnade. Und ihr hört's schon, da dracht's.
Da Dracht ist. So, wenn es die Feuerdrachen sind, Leute, werden wir durchrennen. Es sind die Feuerdrachen. Wie gesagt, da habe ich wirklich das Problem, dass ich gegen die relativ, ja, machtlos bin, wenn ich alleine bin. Ich schaffe das auch mit meinen Vasallen zusammen kaum. Das heißt, wir. Ups, ja, eigentlich wollte ich schweben, aber das war wohl nichts. Also dann werden wir hier jetzt rennen. Das schenken wir uns, weil das weiß ich, dass das wenig Chancen hat. Wenn es eine andere Drachenmischung gewesen wäre, hätten wir es gemacht. Oder aber wenn ich magischer Bogenschütze gewesen wäre, hätten wir es auch gemacht. So, und jetzt wird es ganz besonders spannend. Was haben wir denn jetzt hier unten für eine Mischung? Da haben wir jetzt die. Treffe ich dich von da? Komm mal her. Weiß nicht, wie sehr die gegen Feuer empfindlich sind. Werden wir gleich gucken. Wir versuchen es erstmal. Komm her. Kamin des Todes, komm her. Von denen hat es jetzt nämlich, ich weiß nicht wie viele. Komm her. Komm her. Er wirkt ein bisschen desorientiert. Vielleicht schaffen wir ihn, ohne dass er uns trifft. Nein, wir schaffen ihn nicht. Also zumindest, ja doch, wir schaffen ihn schon, aber. Komm her. Ja, wunderbar, okay. Und das Problem an der Geschichte ist, da drüben stehen noch mal einer. Noch mindestens zwei oder drei. Das heißt, wir versuchen uns da mal so ein bisschen vorbeizumogeln und möglichst oben zu bleiben. Der Drache hat uns zumindest noch nicht entdeckt. So, müssen wir gucken, hier müssen wir jetzt jede Kiste angucken, ob es da irgendwo Heilmittel hat, weil wir ja mit Heilmitteln schon mittlerweile ein bisschen knapp sind. Ja, jetzt hat er uns entdeckt. So. Oh, nicht runterfallen, nicht runterfallen. Nicht runterfallen, Molina. So, komm her. Mächtiger Feuerwall. Weg da, weg da, weg da. Oh Mann, na, aber bloß nicht da runterfallen. Kommt ihr ja etwa hoch? Das fände ich nicht schön. Oh, da ist noch eine Kiste. Die holen wir uns mal. Das Problem an der Geschichte, Leute, ist, hier gibt es mittlerweile ranziges Köderfleisch. Also das brauche ich jetzt nicht auch noch. Mach mal, dass du hier hochkommst, verflixt aber auch. Oh. Ich glaube, ich muss was gegen Schwächungen nehmen. Okay, oh, das wird echt alles fürchterlich knapp hier. Ich meine, man könnte einfach. Wo sind die denn jetzt, die Herrschaften? In dieser Blöde. Komm her. Ja, mach du mal. Wüterich. Jetzt hat mich der Drache fast gerettet. So, komm her. Komm, dass ich, bevor hier. Schön, dass man schweben kann. Oh, Kiste, schnell aufmachen. Amulett des Eroberers, die nehmen wir natürlich gerne. Weg da, weg da, weg da, weg da. Der Vorteil ist, dass natürlich auch meine Feinde hier Schaden nehmen an dem, was der Drache macht. Komm her. Komm, schnell, 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 schnell. Komm, 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 bevor er kommt. So, dann kommt der nächste. Oh, komm, schnell weg da. Und das sind ja noch nicht mal alle, da hat es noch mehr von denen. Da guckt mal, da kommt eine endlose Masse an. Komm her. Ah, Mist. Jetzt will ich was gegen die Schwächungen machen.
Und vielleicht sollten wir uns doch noch mal ein paar Amulette des Dämons reinhauen. Dass wir diese Herrschaften hier. Dass wir da nicht allzu häufig. Oh, genau. Wo sind sie? Mit diesen Lichteffekten ist manchmal wirklich das Problem, dass man nicht mehr sieht. Oh, jetzt hat er mich erwischt. Das ist nicht gut. Mach, dass du wegkommst. Mach, dass du da wegkommst, Jolina. Kommt, geht das? Komm, greif zu. Jawohl, perfekt. Könnt ihr euch vorstellen, dass ich total zittrig bin? Wo sind denn die Affen jetzt? Da unten sind sie. Na, das war ja klar, dass das wieder nichts bringt. Jetzt ist dann so die echt die Amulette verschwendet. Oh, gewaltiger Blitzregen. Könnte man auch mal probieren. Das ist ja, oh, verflixt. Komm her! Wo sind die? Wo sind die? Ich sehe vor lauter. Ich sehe vor lauter Lichteffekten nichts. Das ist so ein bisschen Nachteil, finde ich. Meine Güte, aber auch. Ich kann mich um den Drachen erst kümmern, wenn ich diese Herrschaften hier los bin. Vorher macht das keinen Sinn. Komm hoch. Jetzt bin ich wieder bound. Komm schon, komm hoch, komm. Oh, jetzt nichts wie weg hier. Ich sollte vielleicht mal. Warte mal, was nehmen wir denn? Mach, dass du wegkommst, Jolina. Mach, dass du wegkommst. Komm her. Und dann weg da. Weg da, weg da, weg da, weg da. Oh, komm, hüpf. Meine Güte, aber auch. Ja, viel anders schafft man das hier leider nicht, Leute. Da mit sturer Macht. Weg da, weg da, weg da. Oder mit. Oh. Komm her. Komm. Ja, na Gott sei Dank. Okay. So, da unten ist noch einer. Das ist so das Problem. Die sind so ein bisschen wie die. Weiß gar nicht. Auf, mal gucken. Mächtiger Feuerwall. Hat ihm das jetzt getan? Was getan? Du könntest einfach hier hochkommen, mein Freund. Komm mal hoch, dann hauen wir dir hier rein. Ah, das war schade, 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 schade. Dieser blöde Drache. Aber wie gesagt, das ist momentan noch schwierig, etwas gegen den zu tun. Oh, es sind sogar zwei. Ja, lass halten. Blutige Kette, ne, davon. Damit möchte ich jetzt mal. Komm her. So, immer schön aufpassen, dass da keiner von diesen Herrschaften kommt, von diesen Dicken. So, komm mal her, Freund. Ja, so, ne? Kannst du mal gucken. So. So, und jetzt mal gucken, ob ich die Waffe wechseln kann. Dann gehe ich nämlich jetzt auf meinen Leichenbiss. Das ist übrigens doch nicht die stärkste, das stärkste Schwert. Es gibt noch eins, das ist stärker. Komm her. Ja, komm. Ich will jetzt nicht die Amulette des Eroberers benutzen. Oh Mann. Komm her, auf geht's, los. Komm, auf, 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 auf. Ja, und dann haben wir dich, Freund. So, dich haben wir. Und wo sind wir denn jetzt gelandet? Hüpf hier mal runter. So, da ist gerade mal der Nächste.
Drache. Mal gucken, ob es da noch irgendwo. Oh, da sind noch. Habt ihr es gehört? Ja, da ist noch einer. Weg da. Oh Mann, ey, die sind wirklich, die sind wie die Ratten, hey, das ist unglaublich. Oh, da ist noch einer. Ja, Scheibenkleister. Ups, komm her. Meine Güte, aber auch. So, und da war doch auch noch einer, der da irgendwo sich so eingekeilt hatte, oder? Oder ist der jetzt weg? Da ist er genau. Da, nee, das ist. Da warst du irgendwo eingekeilt, ne, Freund? Genau. Okay, also. Ein Drache ist weniger. Ne? Das ist doch schon mal was. Was mache ich denn jetzt? Oh, schnell weg hier. Das war jetzt nichts. Das habe ich. Oh, das wäre ja so schön gewesen. Mein Gott, was ein Wüterich. Gott sei Dank zielt er nicht besonders gut. Ja, ich hatte vergessen, dass ich das Schwert habe und nicht die Sadistenkralle. Also mein. Gott, das kann Stunden dauern, Leute. Das war gerade der nächste. Ich halte es nicht aus. Komm her, komm her. Jetzt nichts wie weg hier. Hier kommen gleich wieder. Genau. Ja, komm. Du schaffst es, du schaffst es. Na, also siehst du, wusste ich's doch. Da, komm. Das ganze Spielchen schon mal. Ich weiß gar nicht, wie viele sind denn das? Sechs oder sieben oder wie viele waren das? Das ist ja wohl echt der Hammer. Gott sei Dank ist man beim Kamin des Todes ein bisschen beweglich. Ich lade jetzt den nicht ganz auf, weil ich befürchte, dass. Oh! Oh, aber das war. Hat er mich gut weggeschlagen? So, jetzt können wir vielleicht mal versuchen. Oh! Das war also zu hoch. Jetzt können wir vielleicht mal versuchen, uns mit diesem Drachen zu beschäftigen. Was tue ich hier eigentlich, Leute? Könnt ihr mir das mal sagen? Komm her. So, dann werden wir mal aufs Schwert wechseln. Irgendwas hält mich davor ab, das ein Schwert zu nennen. Yes, komm her, komm. Komm her, komm. Los, los, los. Und ich möchte, wie gesagt, noch kein Amulett nehmen des Eroberers. Die werden wir noch brauchen für Damon. Komm her, lauf ein bisschen vor. Genau. Ich hoffe, dass die Energie jetzt reicht, die Ausdauer. Komm. So, dann haben wir dich. Genau. Das war. So. Und wo sind jetzt diese Herren? Erstmal ein bisschen erholen. Ich hoffe nicht, dass da noch einer drin ist. Puh. Meine Güte, aber auch. Das war heftig. Finstergram Rüstung 2. Ja, da gab es auch mal Rüstung 3. So, wir werden jetzt ein bisschen über die Dächer hüpfen, weil ich. Ah, da sind jetzt drei lebende Rüstungen. Habt ihr sie gesehen? Ich hoffe, dass wir irgendwo noch ein bisschen Heilmittel finden. Ranziges Köderfleisch schon wieder. Das ist echt heftig hier, du. Liftstein. Glühfungus. Naja, komm, warum nicht? Glühfungus ist immerhin für die Energie bzw. die Ausdauer nicht schlecht. Da ist noch einer. So. Komm hoch. Jetzt lasse ich diese Eliminatoren da einfach mal in Ruhe. Ach, da hat es auch. Da könnte man vielleicht auch mal ein
Sprengstoff war schon wieder ranziges Köderfleisch, ja, glaube ich das. Ein bisschen Feuer machen, denen was entgegenwerfen. Hier haben wir saures Ambrosia-Fleisch. Das werden wir sicherlich auch brauchen. Also wie wir gegen Damon gewinnen sollen, mit der Klasse ist mir persönlich offen gestanden ein Rätsel. Ranziger Riesenfisch, naja, ich nehme es mal mit. Ist da nicht noch irgendwo ein herrisches Tonikum oder sonst irgendwas? Finstergram Novum Stufe 3. So. Tja, und als magischer Bogenschütze stellt man sich hierher und da kann man diese drei Rüstungen in aller Seelenruhe abballern. Ganz ohne, dass man irgendwas an eigener Gefährdung hat. Da drüben waren wir noch nicht, ne? Ja, immer schön über die Dächer. Wie lange spielen wir denn schon? Jetzt etwa eine halbe Stunde, oder? Ich meine, wenn wir jetzt nicht alle von denen erschlagen, von den Wüterichen, macht es ja eigentlich nichts. Muss ja nicht zwingend sein. Aber ich hatte euch ja auch versprochen bei der ersten Runde, dass wir ein bisschen über die Dächer hüpfen. Dabei kann sich auch meine Gesundheit und meine Ausdauer ein bisschen regenerieren. Keine Ahnung, wo die Herrschaften jetzt rummachen. Da drüben liegt noch ein Lazarusstein. Kommen wir denn da rüber? Vielleicht können wir rüberschweben. Wir versuchen es. Na? Ja, ganz elegant. Geschwoben? Geschwoben, also geschwebt. Ah, Lazarusstein, da können wir ein paar Mal zu Tode gehen. Gegen Damon. Aber keine Heilmittel. Warum keine Heilmittel, Leute? Giftflasche, ja. Ich habe keine Ahnung, wo die jetzt hin sind. Da unten ist noch eine Kiste. Da liegt, ist ein Mondschein, Kleinod. So, Hartknollentunke. Ja, genau, das sind die Dinge, die ich brauche. Ich will nicht hoffen, dass die jetzt wieder auftauchen. Kann ich das zerlegen? Nee, kann ich nicht. So, jetzt mal ein bisschen hier wühlen. Ab und zu, nicht immer. Tja, entweder sind es Totenschädel oder aber manchmal... Ah, saures Ambrosia-Fleisch. Wenigstens einmal. Das werden wir brauchen, denke ich. Nur die Totenköpfe, die schmeißen wir aber weg. Ja, das ranzige Köderfleisch, damit müssen wir uns jetzt eigentlich auch nicht belasten. So, wir zerlegen hier alles auf der Suche nach Heilmitteln. Oh Mann. Und jetzt müssen wir uns dann überlegen, wie wir... Ups, Salah. Wie wir an... Das ist auch nichts zum Heilen. Müssen wir uns überlegen, wie wir an den... den lebenden Rüstungen vorbeikommen. Ups, daneben. Das muss ich, wenn wir hier rumlaufen, gleich mal aufpassen. Ah, wenigstens ein Amulett des Eroberers. Da oben stehen sie. Okay, dann... Ups, da noch was drin? Pulversphäre, brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht. Okay, hier vielleicht noch irgendwelche. Wir versuchen... Ah, Hartknolle, sehr schön. Komm her. So. Jetzt ist die große Preisfrage, wie machen wir das mit den lebenden Rüstungen? Die anzugreifen als Einzelner. Ah, Stahlnusssalbe, sehr schön.
Das ist, glaube ich, nur bedingt eine gute Idee. Da muss man sich was überlegen. Kiste, her damit. Ich bin bloß froh, dass es hier keine Würmer gibt, hier in der Stadt. Okay, wie räumen wir die zur Seite? Ich werde mal einen Speicherpunkt setzen, Leute. Weil falls das jetzt nicht klappen sollte, dann... Ja, dann so, wann rückt ihr denn vor? Dann möchte ich nicht das Ganze nochmal spielen müssen. So, jetzt mal gucken, kann ich denn schon? Das machen wir mal. Verstärken wir mal. Können ja auch unseren Stab verstärken. So, lass mal gucken. Irgendwann rücken die vor. Die Frage ist, ab welchem Punkt? Und kann ich sie dann mit meinem Feuerzauber vorher erreichen? Jetzt denke ich, dass sie bald vorrücken. Okay, das geht. Also, Amulette des Dämons rein. Und dann hauen wir denen mal einen mächtigen Feuerwall entgegen. Einen Hammer, denke ich. Hat denen gar nichts gemacht. Halt. Na, sag mal, wann rückt ihr denn vor, Leute? Komm. Nein, man könnte einfach vorbeirennen. Ja, jetzt rennen sie. Komm. Jetzt mach, dass du da wegkommst, Jo. Ah! Ich weiß, warum ich diesen Feuerwall nicht so toll finde. Weil man einfach das Problem hat, dass man nicht wegkommt. Selbst wenn der Zauber ausgeführt ist, braucht es noch eine ganze Weile. Ah! Oh Mann. Ja, das ist natürlich jetzt suboptimal. Komm schon. Oh Mann. Genau. Komm, dann nehmen wir halt noch so eine. Da will ich hoch. Verflixt aber auch. Mach, dass du da wegkommst, Jolina, mach, dass du da hochkommst. Aber ehrlich, da wohl nicht zu glauben. So, kann ich euch denn von da aus jetzt ärgern? Nicht so wirklich. Vielleicht ein bisschen. Hat das jetzt was gebracht? Hat das was gebracht, Schätzchen? So genau kann ich das gar nicht sagen. Da stehen sie jetzt und schlagen wild in der Gegend rum. Ah, die sind bloß zu zweit. Einer ist stehen geblieben. Komm mal her, komm mal her. Na, besser wäre jetzt hier vielleicht. Komm, wir versuchen es mal mit dem Blitzregen. Aber wahrscheinlich macht euch das nicht allzu viel. Na gut, dann mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wenn ich es richtig sehe, können sie mich nicht erreichen. Ich meine, das ist ja auch mal was wert. Komm, zeig mir mal deine Flanke. Tja, solange die Rüstung haben, die sollte man natürlich erstmal zerklopfen. Ja, das bringt jetzt auch nicht allzu viel. Aber wartet mal. Wie ist denn das? Da haben wir doch die Fässer. Wir behelfen uns mit allem, was uns irgendwie einfällt. Ja, aber so weit wollte ich es jetzt auch nicht schmeißen. Her. Von hier aus kann es sein, dass sie mich treffen. Also wieder ein bisschen nach oben. Aber gegen zwei auf einmal. Aber die Magie macht hier einfach noch keinen Schaden.
Jedenfalls nicht so richtig. Warte mal. Mal kurz von hier aus rüber. Wie sieht's denn so aus? Komm her. Die mit ihren blöden Schildern, echt? Okay. Blöd, ich krieg die nicht. Ich krieg die nicht. Oh, oh, jetzt ist die Ausdauer gleich beim Teufel. Jetzt hoffe ich mal, dass hier kein Eliminator noch rumsteht. Ich glaube, die haben sich alle oben irgendwie versammelt. Die sind ja nicht besonders helle. Die sind nicht besonders helle, die Eliminatoren. Oh, Leute. Wie kriege ich die? Wie kriege ich die? Wo sind sie denn jetzt überhaupt? Wir haben sich da wieder aufgestellt. In Reihe und Glied. Also wie gesagt, es gibt ja jederzeit die Möglichkeit, einfach an denen vorbeizurennen. Aber mit diesem blöden Schild hat man wirklich kaum eine Chance gegen die. So ein großes Schild hätte ich auch gerne und noch viel lieber würde ich damit umgehen können. Ja, siehst du, dieses blöde Schild, das ist echt lästig. Warte mal, wie sieht's denn da aus? Haben wir denn da irgendwo eine Möglichkeit? Nein, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Weg da! Weg da, Jolina! Mach, dass du da wegkommst. Und komm, hüpf. Mach, dass du da hochkommst. Ach Mensch, Jolina, ehrlich. Was macht sie denn? Scheiß Schild, das die haben, ehrlich. Da bist du, kommst du vor wie ein Karnickel, wirst gejagt. Ah. Also ganz schnell wieder nach da oben. Hüpf jetzt. Ja, na komm. So, okay, dann sind wir jedenfalls erstmal wieder safe. Dieses blöde Schild. Komm, mach mir mal eine Flanke. Okay, also ich sehe es schon. Da können wir jetzt eine Stunde rummachen. Das wird nicht viel bringen. Tja. Okay, dann werden wir es vielleicht doch mit... Erstmal mit dem Schmerz. Mit dem Schmerz, Quatsch. Mit der Waffe versuchen. Zumindest so lang, bis man ihn vielleicht unten hat. Ja, mach du ruhig mal dein Stein heilen. Das juckt mich jetzt erstmal gar nicht. Ich muss nur ganz kurz warten, bis die Ausdauer wieder da ist, weil momentan keine Ausdauer, nicht gut. Also mindestens einen möchte ich gerne machen. Ja. Au, 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 au. Dieses blöde, lange Schwert, das der hat, das ist wirklich schrecklich. Weg da, weg da, weg da, weg da. Oh, es ist die... Ja, jetzt ist die so. Schnell da hoch. Jetzt ist nämlich die Rüstung kaputt. Und da hinten... Da, guck mal, da hinten steht noch einer von meinen Lieblingseliminatoren. Okay. Tja, war ja klar, dass das an manchen Stellen einfach länger dauert. Ja, komm, so. Nun bringt die Magie ein bisschen mehr. Komm her.
Ah, diese blöden Schilder. Aber vielleicht könnten wir ihm mal einen Blitz geben. Komm her, Blitz. Blitzregen. Ja, das ist nicht schlecht. Ich glaube, an den anderen rennen wir vorbei. Ah, blöd. Es besteht dann kein zwingender Grund, dass wir alle drei erledigen. So ähnlich wie auch kein zwingender Grund besteht, alle drei. Alle drei. Oder alle, ich weiß gar nicht, wie viele Eliminatoren kaputt zu machen. So. Wir haben schließlich noch genug zu tun mit Damon. Den machen wir in der nächsten Folge. Also wir machen hier jetzt so lange, bis wir den da fertig haben. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Komm, gib mir Flanke. Nimm dein Schild weg. Dass ich es immer nicht abwarten kann, ist doch echt schrecklich. Okay, komm schon. Jetzt haben wir dich, oder? Los, Schild weg, yes! Ja, na, also siehste, okay, ihr Lieben. Puh, ich weiß gar nicht, da steht bloß noch einer. Wo sind denn, das waren doch drei. Wo ist denn der dritte? Ist der runtergeflogen? Ich sehe echt bloß noch diesen einen. Naja, okay, so oder so, ihr Lieben, für heute soll es das gewesen sein. Ich bin schweißnass. Und wünsche euch jetzt einen wunderschönen Tag. Entschuldigt, ich habe mich verschluckt. Also, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Und ich bleibe jetzt hier so ein bisschen stehen, bis sich meine Gesundheit regeneriert hat. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.